Das gleiche gilt auch für Julian Games Live. Ihre Leistung sehen wir uns genau wie bei Don an und werden erwägen, auch ihren Vertrag zu kündigen. Hast du gehört? Das wär mir egal. Verdient eh keine Kohle mit. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Runter. Was hast du gemacht, Lukas? Eieiei, was ist denn hier los? Bist du erfahren, es sind viele Among Us mit der Crew? Nice. Warum habe ich dir nicht gefolgt? Oder habe ich dir gefolgt? Ihr wieder entfolgt? Hast du einen Namen geändert? War da was? Lukas, was ist da los? Wer bist du überhaupt? Jetzt langsam Schlafenszeit? Ja, tamam. Ja, der wusste ich doch. Wusste ich auch, dass da was war. Tamam. Jetzt habe ich es hier notiert. Werde ich wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Aber tamam, weiß ich Bescheid. Oh, ich muss, glaube ich, kämpfen. Nee, komm mal hier drauf wieder. Oder ich habe keine Waffe. Weil ich dumm bin? Nee, warum? Und ich bin gleich tot. Warum bist du dumm? Weil du Namen geändert hast. Was bedeutet denn NLR? Ist das irgendwie so Team-Tech-mäßig? Komm, ey, nee, mein Gott, wie geht's? Hol dich gleich. Ja, ich bin sowieso tot. Ach, Digga, leck mich doch, Alter. Was ist das für eine Scheiße gewesen gerade? Wo bist du? Da. Weil, siehst du die Karte? Ja, du mein Gott, Alter, die ist scheiß Loot, ey, ehrlich. Also absolut dumm, dass ich den Namen jetzt noch 2 Wochen behalten muss. Ey, da ist ein Gegner, hallo. Sag mal auf. Da ist er sogar. Oh, schön am Labern, sieht nicht mal das dagegen. Julian kommt jetzt in die schwarze Liste. Ich habe ja hier ein schwarzes Büchlein. Jetzt schreibe ich hier seinen Namen auf. Ach, ja, und dann wird er innerhalb von 24 Stunden virtuell sterben. Julian Games. Tod heißt er dann, nicht Julian Games Live. So, notiert. Okay. Oh Mann. Also wirst du den Namen wieder ändern, Lukas. Wie viele Camps hast du? Warte. 1? 97. 2? 3? 4, 5 ist nicht drin. Insgeheim hat er 97 drin. Hat die aber nicht aktiviert. Nee, ich wollte eigentlich noch einen oben machen. Ganz oben. Nightshox, wenn ich hier Racing mache, dann benutze ich eine Cam für die Telemetrie. Diese Cam benutze ich für ein Lenkrad. Und das ist ganz normal Facecam. Gibt's heute Nacht wieder. Forza Action. Spielst du überwiegend Fortnite? Nee, bei mir gibt's 6 Spiele, die immer wiederkehren. Also 6 Main Games. Am besten zu sehen in der Übersicht. BTBTV. Warum funktionieren die Commands nicht? Warum spinnt Stream Elements momentan? Aber ich kann es ja mal aufzählen. Valorant, Fortnite, Call of Duty, so im Shooter-Bereich. Dann Rocket League und Tekken. Und im Racing-Bereich Forza. Das sind so die 6 Spiele, die immer wieder kommen. Dann habe ich nebenbei immer ein Singleplayer-Spiel am Laufen. Diese Woche war nur Fortnite.
Wegen Battle Pass Grind. Ich möchte mir Solid Snake krallen. Runter, Julian. Und deshalb habe ich ein bisschen Zeit reingesteckt. Ja, ich bin halt Metal Gear Fanboy, so. Oh mein, Gott, ich will nicht sterben. Wie gehen wir dann zentral hin, aber naja. Natürlich wieder keine Waffe. Immerhin. Ich bin mega low. Wirf einfach mal ein paar runter hier. Ich zock das jedes Jahr einmal. Also das Original. Silent, moin, grüß dich. Ich habe letztens das erste Mal habe ich Twin Snakes gespielt und war ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ich liebe einfach den Pixelbrei von damals. Und auch mit der deutschen Synchro. Ich spiele es sehr gerne mit der deutschen Synchro. Ich finde die ziemlich cool. Schon länger im Lürk. Lürk auch gut. Lürk. ja dann. Grüß dich, Silent. Hoffe, dir geht's gut. Vor mir. Auf dem Dach. Oh, der Rest ist für dich. Die pushen. Hab den einen. Oben. Fightet mit dem anderen. Hinter dir, hinter dir. Ach komm, ey. Junge. Ein nach dem anderen müssen sie kommen heute. Jetzt machen wir das, was du möchtest. Du bist wieder Chef. Markier. Aber habt ihr das gemerkt, die jetzt die letzten Tage auch da waren, immer wenn ich mit Julian spiele, laufen die Runden sehr schnell ab, ne? Ja, klar, wir waren ja nur nicht mal Platz 2. Ich kann mich nicht erinnern. Aber auch an den Ort gelandet sind, wo es ruhiger war. Ja, jetzt bist du dran, mach. Oh Mann, ehrlich. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Alter, ehrlich. Irgendwann nächstes Jahr mache ich die komplette Metal Gear Reihe mal. Ich sterbe sogar im Ladebildschirm. Oh, das ist ein Achievement wert. Ich ertrag das alles nicht mehr. Komm, dann sag an. Nächste Runde versuche ich wieder an meine Aufträge zu kommen. Ich weiß ja nicht mal, was für Aufträge du hast. Ihr Ding, es hilft dabei, Winterfest Geschenkbehälter zu durchsuchen. Nightshocks, was zockst du so? Johnny Chill, moin, grüß dich. Danke fürs Folgen. Herzlich willkommen, mein Name ist Don, ich bin Schauspieler und Filmemacher. Ich bin der Allergeilste auf Twitch. Ich kann mit Unterhaltung dienen, aber kein Skill.
Und der Typ, den man gerade bei mir hört, der ist nur zu Gast. Der wird auch gleich wieder rausgeworfen, also nicht wundern. Kann ich absolut verstehen, wenn ihr auch sein Gameplay nicht mögen werdet. Das ist aber völlig in Ordnung. Junge, Alter, ehrlich, bist du dazu da, um mich permanent zu mobben oder was? Ich bin voll auf Zucker. Ich bin so drauf gerade. Ich merke schon. Laber nur Scheiße. Ja, dann merke ich. Das muss ich eben machen. Nein! Ich bin tot! Ich wollte ihn runterwerfen. Ich war extrem arrogant jetzt. Karma, instant Karma. Ach komm, ey, warum kommen hier zwei verfickte kleine. Du bist nochmal dran, Julian. Jetzt machen wir es richtig. Fortnite, Rocket League, PUBG, The Isle. Wir haben dies und das. Uhr Nacht, Alter, wie viele dumme Kinder sind noch online? Ja, Wochenende, ne? Ja, Ferien meinst du eher. Stimmt, Ferien. Sind Ferien, die dummen Kinder haben wieder nichts zu tun. Schild einfach viel zu OP. Guck doch mal, einfach Rambock hier. Ehrlich. Boah, Irgendwas wollte ich sagen. Frames sagt, man hat den Skin zu schnell gesehen. Darf sich nicht aufregen oder zock was anderes, Julian. Denk an deinen Blutdruck. Ja, nee, ist klar. Wie wär's mit Valorant? Ja, nee, diesen Schmutz fass ich nicht an, ey. Ist noch schlimmer. Da sind noch mehr Hurensöhne unterwegs. Digga, chill! Richtig toxic heute. Julian hat zu viel Fortnite geballert. Einmal darfst du noch, danach machen wir Dingens. Aufträge. Ich mache auch nur Mimimi, weil man mich hier ständig am Mobben ist. Aber wir machen doch nur Spaß, chill. Ja, ich mag es aber nicht, ich will es heute nicht, ehrlich. Ja, dann sag das doch. Oder das Spiel nicht, Julian. Wenn du so genervt ja, bist. Markier. Julian ist die Ruhe selbst. Ihr müsst ihn mal sehen, wenn er vorher Valorant spielt. Ein Team. Na, ich habe keine Waffe. Das ist klar. Was ist das denn? Ja. Schwierig, mich jetzt dort aufzusammeln. Das wäre aber auch witzig. Nitrox. War das jetzt richtig? Nitrox, ne? Hab
ich vorhin nicht aufgepasst. Nitrox. Okay. Ins Popoloch. Erröteter Smiley mit großen Augen, 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 erröteter Smiley mit großen Augen. Alles klar, Chantal. Chantal wieder sehr wild drauf, aber wie es aussieht. Habt ihr euch versöhnt, Frames? Mal sehen, wie lange das hält mit euch. Captain, schaffst du es noch nicht mal mit Chantal zu quatschen? Was ist da los bei dir? Junge, geh doch nicht pennen jetzt. Hast du schon 3 Stunden gepennt? Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen. Ja. Schlaf schön. Sonst kannst du Punkte schenken? Kann ich leider nicht. Bei Chantal kann ich auch keine Punkte zurückgeben. Außer es wird als Spam markiert. Ich meine, es geht bei der nicht. Wo sollen wir hin? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wann bist du wieder da nach Weihnachtsgedöns? Bei mir gibt es dieses Jahr kein Weihnachtsgedöns, Cap. Oh, aufsammeln. Ich bin später, also gegen 6 Uhr, 6, 7 Uhr fahre ich wahrscheinlich los. Spätestens 7.30 Uhr bin ich heute weg. Und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs. Und das war's dann. Und dann bin ich wieder zu Hause. Und meine Schwiegereltern sind in Polen, mein Vater ist in der Türkei. Ah. Meine Mutter sowieso andere Welt. Ich bin ganz tot. Von wo? Von überall, von vorne und von links. Digga. Also bin ich hier. Jeden Tag. Auch an Silvester bin ich hier. Ja, der hat einfach Level 190. Der hat seit Season-Auftakt hat er nichts anderes gemacht. Ja, ja, eben, Cappy. Ja, 7 Tage durcharbeiten. Also deshalb dachte ich, Frau, ach komm, brauch keinen Urlaub, pipapo. Hab ich gesagt, kein Ding. Ich hab mich jetzt die 7 Tage um Kahn gekümmert. Nächste Woche genauso 7 Tage. Dafür haben wir Januar ein bisschen Urlaub. Dann feiert Neujahr in Fortnite. Gibt's da ein Event oder so? Ohne Scheiß, ich feiere einfach Silvester in Fortnite dann. Alter. Du bekommst mal jede Stunde eine Disco-Kugel im Himmel. Aber Cappy, du bist Silvester doch auch zu Hause, oder nicht? Sollen wir irgendwas zusammen machen? Aber du gehst ja pennen, hast du gesagt, ne? Also ich werde definitiv hier sein. Ich leg den kleinen Mann ja gegen 8, 9 Uhr dann schlafen. Ich hoffe, dass er auch nichts von dem Ramazama mitbekommt. Und dann bin ich hier. Mal Classic Chords, ne Julian? Da soll es irgendwie noch so Geschenke geben. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Oder halt bei dieser komischen Winterfestburg oder so. Hier wird mir markiert. Na, da, ja, damit ist die Dings gemeint, ist wahrscheinlich. Alles klar, Cap, bis dann. Wo sollen wir hin? Hier unten sofort oder Winterfest? Ja, lass da hin. Okay. Soll ich gleich noch in den Leber rein und mal das Dorf anfangen in der Wüste? Weil schlafen kann ich jetzt sowieso nicht. Weil ich habe gestern gut gebaut. Weil schlafen definitiv, wenn ich jetzt wieder pennen gehen würde, ich würde mich komplett todesverficken, ey. Also war aber auch schon wieder so geil, Alter, ehrlich. Ich denke mir so, ach, Berlin gegen Istanbul, kann ja nur wieder was werden. Wer hat gewonnen? Kannst du ja dreimal raten, wer? Istanbul? Ja. Echt? Ja, wie heißt der? Fenerbahce Istanbul? Fenerbahce. Ja, und Berlin hat gegen die keine Chance und Berlin ist auf. Ja, ich habe keine Muni, ich weiß nicht mehr. Egal. Und Berlin ist halt sowieso in der Tabelle auf Rang 17. Und Bayern hat auch verloren gegen Monaco. Und dann bin ich eingepennt. Ich bin auch tot.
Wie die mich suchen, Alter. Weißt du, ne, das ist du kannst die Aufgaben nicht in Ruhe machen, ne? Das ist so nervig. Du musst gefühlt da immer Glück haben. Aber ich habe eine Kiste geöffnet. So, ich schau jetzt ab. Oh nein. Milo, was willst du hier? Geh runter vom Tisch. Milo. Runter. Milo. Hallo. Möchtest du auch mitspielen oder was? Ja, anscheinend. Ach, ich hätte dich da aufwecken können, ne? Was? Ich glaube oben. Oder unten. Keine Ahnung. Ne, da unten. Ach, lol. Silent. Du denkst auch, ich lese den Chat nicht mit. Du denkst, ich habe den Chat direkt am rechten Monitor, Alter. Ich sehe jede dumme Julian. Scheiße, die da steht. Julian, das ist alles nur Einbildung. Nein, das ist keine Einbildung. So. Einbildung ist für mich, wenn Valo gespielt wird. Das ist für mich Einbildung. Guck, jetzt haben wir eine richtig fantastische Runde. Und danach wird auch Silent uns seinen Applaus geben. Pass auf, easy. Kriegen wir hin. Wir bleiben jetzt schön am Rand. Dafür muss Julian erstmal abliefern. Macht er jetzt. Wir liefern jetzt beide ab. Naja. Also, wenn man mich schon dazu zwingt, dann mache ich das extra nicht. Hey! Bitte, Julian. Lass uns jetzt mal eine vernünftige Runde machen hier. Dankeschön. Warte! Digga! Aber selber mobbt er mich, weißt du? Beschwert sich darüber, dass man ihn mobbt, aber mobbt mich selber. Ja, du mobbst ja 24-7, du Sackgesicht. Also darf ich dich auch mal zurückbomben. So. Nitrox, danke fürs Vorbeischauen. Mach's gut. Gegner. Hallo. Ich hoffe bis morgen, ne? Weiß nicht, ob der Nitrox auch streamt, aber ich lass mal followen da bei ihm. Ich spab. Ab. Wieder sein Mate allein lassen, oder was? What the fuck? Ja, Rocket League hat mich so schon ein bisschen interessiert. Wahrscheinlich auch eine Legende in Rocket League. Jeder ist einfach eine Legende in Rocket League. Da können wir looten. Okay. Nö. Steigt nicht mehr ein. Kyrka spielt ja in Dortmund bei der EM. Echt? Echt? Ne, warte mal, ist ja die NPC, ne? Können wir uns Tresor klar machen hier? Geh den mal fertig machen. Wo ist der? Ah. Ah, ich hab das für die Karte, ich mach nochmal eben. Ah! Kamera! Ich werde ihn hier, Hilfe! Unter anderem gegen Portugal. Oh. Was ist das denn für eine mythische Truhe, Alter? Wie das? Warte, war da jetzt nur diese Scheiße da drin? Ja, in einer mythischen Truhe war da nur diese dumme Salbenscheiße da, Alter. Richtig, richtig ekelhaft.
ich höre Motorrad. Motorrad. Ah! Oh, close. Der hat einen Sniper, ich werde nicht mehr. Haben sich auch schön beide extra weiß angezogen und landen wahrscheinlich nur im Schneegebiet, damit man sie nicht sieht. Ja, ne? Ja. Aber ich mache das auch mit Master Chief, dann lande ich auch nur im Grünen. Lol, es gibt ja. Ach, oh. Lol. Ist ja immer die Unterstützeraufträge. In Gelsenkirchen spielt Spanien gegen Italien. Wann geht's da denn los, Frames? Nicht irgendwie im Sommer oder so? Mal sehen, wie es wird. Also letzte WM hat mich richtig abgefuckt. Und normal schaue ich das immer sehr gern, so WM, EM, aber WM war einfach nur ekelhaft. Hatte nichts mit Sport mehr zu tun, was da alles abging. Ich wusste gar nicht, dass Fußball noch Sport ist. Wusste ich nicht. Ja, ich dachte, Fußball wird mittlerweile zu American Football. So wie die sich da jedes Mal wegrammen. Wie Hobbylose. Finde ich eh interessanter. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich finde es interessanter. Also ich finde, wenn ich American Football ist ziemlich interessanter als normales Fußball. Ich gucke sowieso nochmal. Diese 7 gucke ich sowieso noch Basketball oder so. Weil mich der andere Quatsch von Sport. Oder einfach FIFA. FIFA spielen. FIFA Beste einfach. Habe ich früher gespielt, habe ich aber direkt gesagt, ich zock kein einziges mehr seit der PS3 Generation. Seitdem überhaupt dieses Ultimate Team draußen ist, spiele ich das nicht mehr. Die PS2-Zeiten waren noch geil. Hatte es einfach deine Ruhe. Musstest nicht irgendwie gezwungenermaßen Geld ausgeben, nur für dumme Packs, die dir dann eh nur Scheiße geben. Ja, Silent, das fuckt so ein bisschen ab, so. Was halt ein bisschen, das fuckt richtig ab. Deshalb schaue ich. Habe ich es auch nicht geschaut, also die WM habe ich nicht geschaut. Steps im Haus drin. Ja, ich weiß. Ah! Wollt ihr mich ernsthaft ausstoppen, Alter? Junge, ist der peinlich. Hobbit! Hab ich dich erschreckt? Junge, Alter, erschreckt mich ja noch mehr, Alter. Da, nimm. Schild ins Gesicht. Oh, denke ich. Ich guck halt
sehr gerne noch Formel 1, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber jetzt auch nicht mehr wie früher, dass ich irgendwie, ne, so mir auch die Zeit nehme. Schau es halt wirklich nur, wenn es passt. Also mein Vater hat immer Formel 1 geguckt. Er hat jedes Mal Formel 1 gehört. Wo ich mir jedes Mal denke, so, ey. Ist auch nicht mehr wie früher. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ah. Oh. Der hat ja gar nichts. Was du fragst. Wo? Der ist ein No-Name. Was ein krasser Unterschied, das einfache Silent, wenn du das, wenn du die heutigen mit den alten vergleichst. So auf YouTube gibt's sehr viele Vergleichsvideos. Schau ich mir gerne an und dann denkst du dir, Alter, war das eine schöne Zeit. Und ich seh's, komm, irgendwann, komm. Wird Formel 1 noch langweiliger, wenn nur noch Elektroautos sind. Vor allem, ne? Digi, jetzt beim Ernst. Aber was mir halt aufgefallen ist, ne, so, seitdem gesagt wurde, dass die Kaufprämie, wenn man sich ein Elektroauto kauft, seitdem gesagt wurde, dass die ab 2024 nicht mehr sein wird, die Prämie, seitdem werden die Elektroautos wieder uninteressanter. Also finde den Fehler. Weiß ich nicht, für mich sind sie sowieso uninteressant. Ja, Elektro, ganz ehrlich so, guck mal, also wenn ich mir so Videos angucke, ne, Instagram-Videos zum Beispiel, ne, in einem VW, oh ja, Friends, das weiß ich, in einem Golf ja. 7, ne, in der Elektro-Variante, ne, du startest den Motor, machst die Heizung an, ne, kannst eigentlich sofort den Wagen wieder stehen lassen. Wenn die Heizung, die verbratet dir, macht dir schon 150 Kilometer weg. Aber also so gesehen, ist das Lauf der Dinge. Es wird halt früher oder später, wird sich Elektrik komplett durchsetzen, überall. Ja, und dann wird Strom noch teurer, bis keiner das bezahlen kann. Also ja, und dann wandern wir wieder zurück. Ja, dann wandern die wieder zurück und zack, bumm, ja, alles teurer, alles 20-mal teurer, wegen den Elektroautos. Im Haus. Und zack, bumm, ja. Hab ihn. Nice. Aber ich will mich nicht mehr allzu viel aufregen über dieses dumme Elektroauto-Thema. Also, jeder soll selbst wissen, wenn jemand ein Elektroauto kaufen will, dann soll das machen. Ja klar, jedem das seine, Julian. Du solltest dich generell nicht aufregen. Man sollte sich über nichts aufregen. Naja, über manche Themen muss man sich aber einfach aufregen. Nein, nix, gar nichts. Lohnt sich alles nicht. Zumal du halt gewisse Sachen nicht ändern kannst. Ich schaue lieber auf mich, auf mein Leben und oder auf meine Welt. Und meine Welt besteht halt aus Frau und Babydon. Oh, ich reg mich nicht auf. Scheißegal. Es gibt Sachen, die ich nicht ändern kann. Für mich selber kann ich Entscheidungen treffen. Und wenn ich damit ein reines Gewissen habe und gut damit fahre, dann ist auch alles okay. Wer was macht, juckt eigentlich nicht. Ja, das wird auch noch irgendwann Thema Silent. Es ist ja nicht so, als ob Elektrik damals nicht gab, ne? Es ist halt einfach jetzt wiedergekommen. Die Weichen wurden gelegt, dass die Reichen auch da noch reicher werden in dem Bereich.
Ansonsten war die Technologie ja schon da. Schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Aber hat man nicht zugelassen. Komme. Mami! Junge, was? Wie hat der denn bekommen? Okay. Ach, hey. Ja, also was, also es gibt, also wenn es bei Thema Autos geht, ist halt wirklich ein ist halt wirklich Wasserstoff für mich mehr das geilste Thema. Ist halt einfach so. Aber wenn es so zwei Autos gibt, einmal von Toyota und einmal von Hyundai, kosten halt schon eine Geld, weil die Nachfrage halt dementsprechend nicht ist, ne? Ja. Musst du schon so die, weiß nicht, warte mal. Viel zu den Themen kann ich da jetzt auch nicht wirklich zu sagen, weil ich mich einfach in dem Bereich nicht so gut auskenne. Mercedes interessiert mich nicht. Mich interessiert nur Hyundai und Toyota. Genau, der Nexo von Hyundai. Da zahlst du schon so ab 77.000 Euro. Das sind Wasserstoff, also, wasserstoffbetriebene Autos? Ja, ja, der Hyundai Nexo, rein Wasserstoff. Die Basisvariante, die im Neupreis kostet um den Dreh 77.000 Euro. Ja. Weil halt die Nachfrage dementsprechend ist, ne? Weil kaum Nachfrage. Wäre die Nachfrage höher, dann müssen die natürlich vom Preis runter. Weil dann machen die trotzdem Gewinn. Aber im Endeffekt so brauche ich, wenn man ein Auto haben möchte, dann will man halt ein Auto, womit man auch weit genug fahren kann und nicht ständig nach 60 Minuten schon wieder an der Ladestation sein muss. Sondern so deine 600 Kilometer Ruhe hast, weißt du? Wohin sollen wir hier hin oder so? Ja, ja, können wir. Ja, Wasserstofftankstellen, ja, also, gibt es bei mir in Recklinghausen, glaube ich, nur 2-3 Stück. Aber dafür müsste ich bis zum dümmsten Schaff von Recklinghausen fahren. Was ist denn hier los? Ja. Hä? Hä? Ich glaube, ich werde gehackt. Ja, wieso? Was für gehackt? Das war ja merkwürdig. Wieso, was war denn gerade merkwürdig? Hab ihn, keine Sorge. Ja, gut. Da noch einer. Ja, close bei mir irgendwo. Hab ihn. Ja, gut. Meine Umschulung, die mir dieses Jahr versichert worden ist, nächstes Jahr wurde das Budget dermaßen gekürzt, dass ich diese Umschulung nur noch schwer bekomme. Das Jobcenter weiß noch nicht, was sie bekommen fürs nächste Jahr. Ist ja nicht erst ein paar Tagen. Mir wurde gesagt, sobald ich gesund bin, kann ich die machen. Tja, Pustekuchen, alles wird gekürzt.
Ach, kannst du momentan nicht? Also. Bist du bei denen gelandet, leider? Weil es gesundheitlich nicht geht. Ja, finde ich. Sowas finde ich traurig. Na, gute Besserung, Gaga. Machst du das? Ja, ich war. Steps? Nee. Auch Steps irgendwo. Was? Irgendwo waren Steps im Haus. War nicht deine Steps. Könnte der NPC. Nee. Hier. Ja, sag ich doch. Haut ab. Ja, hol ihn dir. Ich muss mit dem NPC quatschen. Ey, das sind zwei. Weisheitszähne alles raus, plus noch ein Zahn. Ey, steht bei mir auch an, Gaga. Habe letztes Mal Fibrom rausoperieren lassen. Dann war ich letztes Mal der Kontrolle. Und dann schaut er mich an und hat gesagt, ey, nimm dir mal Zeit. Ich so, wofür? Ja, so nehmen wir deine ganzen Weisheitszähne hopp. So, nee, der so, doch. Scheiße ist halt, dass sie wo so am Reiben sind und es kann sein, dass halt ein Fibrom wieder entstehen kann. Und dann meinte er, ey, da hast du wenigstens nur eine OP, anstatt jedes Jahr einmal eine OP. Hat er schon recht, aber ey, ich habe da echt keinen Bock zu. So, alles was mit Mund, Zahn zu tun hat, ich bin richtiger Angstpatient. Jetzt brauche ich Sturmgewehr, Muni. Scheiße. Sturmgewehr, Muni, finden, ja. Krankenkasse übernimmt keine Knochenanhebung. Aber wenn's doch dazu gehört, dass die Zähne da raus müssen. Ich bin noch ziemlich weit weg. Dann zieh ich mich noch mal ein bisschen zurück. Sehe sie nicht. Pusht dich jemand? Der ist low. Ja, ich weiß, ich sehe es. Ich habe kaum Sturmgewehr, Muni. Das ist das Problem. Der ist raus. In dem Haus. Da. Scheiße. Boah, Junge. Bin gleich tot. Yo, was hat der für eine Präzision, Alter? Was hat der bitte für eine Präzi, Alter? Bring doch. Dein Char hat keinen Bock. Junge, Alter, der hat mich so weggelasert. Warum nicht alles? Was war das denn? Junge, ein fetter Aimbot, Alter. Kieferknochen einfach weniger. Kann der andere Zahn noch mit absacken? Könnte ich noch einen verlieren. Verstehe nicht, wieso man so ein altes Medikament verwendet, das auch noch zulassen war, / ist. Mir deswegen Knochen fehlt. Krass, Alter. Junge, ey. Ich bin traumatisiert. Hat natürlich einen Grund, warum ich Angstpatient bin. Was
was so Zähne betrifft. Mir haben sie, als Kind haben sie mir zwei falsche Zähne gezogen. Und danach zwei richtige. War ich an einem Tag vier Zähne los. Oh ja. Ich vergiss diesen Moment nicht. Diesen. Oh. Vom Zahnarzt. Naja, vielleicht hätten meine Eltern auch lieber zu einem Arzt gehen sollen, der irgendwie Deutsch kann, ein bisschen. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Das soll jetzt aber keine Unterstellung gegen Ausländische sein. Nein, sein, natürlich oder? Nicht, nein. Es war halt ein Verständigungsproblem vielleicht. Ja, das ist ja manchmal unser Problem bei Ärzten. So, du brauchst eigentlich, wenn du zum Arzt gehst, ne, dann musst du wirklich zu jemandem hin, der auch richtig kommunizieren kann. Ne? Mit meinem jetzigen bin ich mega zufrieden. So. Dann passiert sowas. Der mich jetzt operiert hat, der ist in meinem Alter ungefähr. Und der ist mega nice, mega nett. Macht alles auch wirklich toll. Erklärt alles gut. Und ich fühle mich in Sicherheit bei ihm, aber trotzdem habe ich Angst. Genau, Chirurg ist das, wo ich bin, jetzt auch. Aber auch mein normaler Zahnarzt, mega fein. Ich würde lieber zum Chirurgen jetzt gehen, also zu dem, der in meinem Alter ist. Auch zu meinen Kontrollen, aber geht ja nicht. Der ist halt, ne, der macht halt nur bestimmte Sachen. Du kannst ja nichts für, Gaga. Wenn das so ist, kannst du ja nichts für. Was willst du machen? Das hast du aber gefühlt fast überall mittlerweile. Mit den Kommunikationsproblemen, Silent. Na, Kommunikationsprobleme kenne ich viel zu gut bei mir im Lager, ehrlich. Also, das ist Katastrophe. Wir könnten auf ein Schiff gehen, Dalun, da sieht's ruhig aus. Ist doch nicht ruhig. Ist doch nicht ruhig. Diese scheiß Waffe. Ja, der hat mich weggebumst. Ich hab's gesehen. War gerade ein bisschen cool aus. Über Dingens, hier, über Telefon. Das ist ja das Allerschlimmste. Einige haben ja meine Tortur mit hier, meinem Internetproblem mitbekommen. Und mit der Vodafone-Zentrale. Rambazamba ging ja bei mir 3 Monate, Bruder. Ey, ohne Scheiß, was für inkompetente Leute einfach teilweise dort arbeiten. Bei dem Callcenter. Was willst du bei Vodafone erwarten? Die mir einfach nach 3 Monaten, obwohl ich die ganze Zeit Daten sammle, es geht um Paketverlust, die mir einfach instant nach 3 Monaten am Telefon immer noch sagen, haben sie Router neu gestartet? Dann halt die Fresse, du... Oh, Junge... Ja, das ist immer die einzige Frage. Immer die einzige Frage bei denen. Haben nein, vor allem, pass auf, die machen auf kompetent. Ja, ich schaue mir kurz mal ihre Daten durch. Schau mal rein, was da in der Akte steht. Da steht ein Roman drin.
Ich habe dann und dann angerufen, Paketverlust, so viel Prozent, dies, das. Und am Ende trotzdem. Aber sie versucht, Router neu zu starten. Ja, daran merkt Start man, ganz andere Sachen neu. Dass Bewohner von inkompetenten Menschen unterwegs sind. Ehrlich. Anstatt bei Problemen zu helfen, nein. Immer dumme Fragen stellen. Das ist beim Ernst. Dann bin ich ja zurückgerudert. Nach, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Monate hatte ich kein Internet, also keinen Upload. Nur mit 50-60% Paketverlust. Und jetzt bin ich bei einem Lokalen, bei Gelsenet, bei mir um die Ecke. Wenn was ist, kann ich da direkt persönlich vorbeigehen mit Toilettenpapier. Aber ich bin mega happy mit denen. Ich zahle ein bisschen mehr, aber ist mir scheißegal. Gelsenet ist aber... Gelsenet nimmt aber, glaube ich, Dings, Telekom-Netz, ne? Ja, Telekom. Siehst du? Und, ja. Ist halt ganz normal DSL, weil Kabel-Connection ist hier ja kaputt. Der komplette Bereich ist kaputt, einfach überlastet. Deshalb hat es ja nicht funktioniert. Und die ändern nichts dran. Und die kommen damit halt durch. Ich habe ja noch nicht mal was erstattet bekommen, weil mein Internet ja da war. Und Paketverlust juckt die anderen sowieso nicht hier. So, weißt du, die sehen, oh, Download funktioniert, alles klar. Internet war da, Herr Pada, tut mir leid, wir können Ihnen ihr Geld nicht wiedergeben. War mir auch alles zu doof, habe ich gesagt, komm, behalt. Ja, ich hatte da keinen Bock drauf, also hätte ich da Rambazamba gemacht, hätte ich wahrscheinlich eine Entschädigung bekommen. Nein, warte mal. Nein, ich lüge gerade. Von O2 habe ich alles bekommen. O2 hat mich entschädigt. Bei Vodafone nicht. Aber das war jetzt auch nicht viel. Weil danach war ich dann von Vodafone auf O2 gewechselt. War dieselbe Kabelverbindung, also dieselbe Leitung. Ging auch nicht. Aber die waren so nett. Dann haben wir ja beide Rambazamba gemacht bei Vodafone, weil die Leitung Vodafone gehörte. Verbraucherzentrale war auch schon mit involviert. Wir haben von allen Seiten haben wir Vodafone angegriffen. Und trotzdem sind sie damit durchgekommen, dass sie das nicht, also diese Störung, entstören. Die sind damit durchgekommen und bis heute haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Das ist auch ein Lokalen. Leider wenig Upload. Boah, ich bin mal mega happy. Ich bekomme so 43 im Upload rein. Ganz ehrlich, so. Ging mir ja mehr um Upload. Download habe ich jetzt 250. Reicht auch. War schon ein komischer Umstieg so. Von 1 GB halt runter auf 250 im Download. Ja, aber lieber dann ein Internet. Ja, klar. Lieber stabil. Statt ein Internet, was jeden Tag überhaupt nicht funktioniert. So. Ja. Das muss man ja auch bedenken. So, du willst ja als Person, dass das Internet funktioniert, weil du darauf angewiesen bist. So, da geht man dann halt lieber auf DSL. So. Du hast 10 Mbits? Ja, reicht ja noch gerade so. Diese komischen Lecks, Alter. Warum mache ich das? Ich bin gerade absolut nicht im Game. Brauche noch mehr Zucker. Fünf gegnerische Spieler mit verschiedenen Waffentypen. Ja, das ist auch das Wichtigste. Sag ja, bei mir jetzt auch. Ich habe immer einen Ansprechpartner. Sind alle mega freundlich. Nicht über Callcenter mäßig, weißt du, ich kann da halt direkt vorbeigehen. Wenn was ist. Mal sehen, wann Glasfaser hier auftaucht. Wenn sie also, mir dann auch Bescheid geben und dann also auf Glasfaser. Bei mir, also bei uns hier, also hier bei mir,
am Wohnort, ne? Soll nächstes Jahr Glasfaser gebaut werden, ne? Ja, bei uns haben sie ja auch schon angefangen, sie sind noch nicht hier angekommen bei uns. Aber halt nicht bis zum Haus, ne? Weil wenn er bis zum Haus sein soll, dann muss die Telekom das erstmal überhaupt mit der Vermieterin abklären, so, weil die Vermieterin muss die Scheiße ja zustimmen. Und wenn sie es nicht zustimmt, so, dann ja, habe ich kein Glasfaser. Aber ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht ein, den Preis für Glasfaser zu bezahlen. Bezahlt halt, bei Telekom würde ich knapp 80 Euro zahlen oder so. Ohne Magenta TV, ne? Allein schon. Nur für Internet 80? Ja, 80 Euro nur Internet. Echt? Sind das die Standardpreise? Der höchste. So, um dann, ich habe ja noch Magenta, ne? So, würde ja noch mehr zahlen. Wäre ich ja schon über 100 Euro. Oh, geil. Ich habe hier eine Dichte von einem Tresor. Was ist denn mit Tresor? Wo bist du? Million. Ach, du bist immer noch da. Ja. Zone kommt, ne? Ach, ja, alles gut. Ich chill mal hier oben. Ey, wir haben ja schon 3 Uhr. Geh ja, Razzifazzi. Hab ich wieder so spät angefangen heute? Steam Deck hält mich viel zu sehr auf. Na. Wurde da schon gelootet? Der Zug? Ja. Okay. Aber weißt du, so, wenn ich Glasfaser haben, ne, wollen würde, ne, so, also die müssten eigentlich, die sollten meiner Meinung nach so noch hier Glasfaser für 250.000 und so anbieten. Was ist da das Minimum? 500 bei Telekom. 500 Minimum. Und so viel brauche ich einfach gar nicht. Ja, dann brauchst du ja eh nicht umsteigen, dann bleibst du so, wie du bist. Für mich reichen halt die 250 aus. Gegner! Ja, da oben. Die werden sich so abpinibeln gleich. Ja. Außer die sind wirklich blind und sehen uns nicht. Wir haben uns, glaube ich, schon gesehen. Nee, da. Und einer fährt runter. Genau auf die andere Seite. Ja, lass sie ruhig auf die andere Seite gehen. Ich hab keinen Sniper. Dr. Hühnchen, komm mal her. Ich will gerne Geflügel haben, hallo. Mach jetzt nicht den Mieb. Was denn? Ich will doch nur die Militanten, nur ein bisschen hier ärgern. Ich komm wieder zurück. Wie, die kommen wieder zurück. Da. Ach, da! Oh mein Gott, sind die sauber, die sauber. Die fighten mit einem Team. Ja, die fighten mit einem Team. Nee, komm, lass mal. Okay, eine ist down. Hä? Von wo? Hä? Da. Ich hab irgendeinen Snapperschuss. Ich hab irgendwo einen Snapperschuss noch bekommen. Oh, yo, ich auch. Sniper-Schuss. Muss los. Bruder, muss los. Ah! Mami! Ah! Ja, ins Haus. Rückzug, Mami. Der ist auf dem Baum. Auf dem Baum? Glaube. Auf dem Baum. Will der irgendwann Utan spielen oder was?
Ja, der kommt. Close bei mir. Der eine ist low. Natürlich hat er die legendäre. Was ist dieses Shipit Express? Was? Dieses Shipit Express. Was ist das für ein Modus? Das ist ein extra Modus, wo nur Granaten existieren. Boah Gott. Ja. Ein bisschen fertig. Digga, 2,5 Stunden, 2 Level einfach. Gar nichts. Wenn wir in Lego drin wären, dann wären wir nach 4 Stunden schon mehr Level höher. Ah, Lego Fortnite wird es ja in der Woche noch geben, ein paar Stündchen. Scheiße, Mann.
Hey, seit wann ist dieser Bahnhof bitte auf Deutsch synchronisiert? What the fuck? Hab mich gerade auch gewundert. Hä? Hast du auch gehört, ne? Mit einer Minute. Ja. Auf richtig deutsche Bahn-like, Alter. So, Fortnite hat Kooperation mit Deutsche Bahn. So, der Zug kommt fast immer pünktlich. Außer Wochentagen, die mit G oder H enden. Aber wie jeder von uns ja weiß, die Deutsche Bahn hat ja eigentlich nur vier Probleme, ne? Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Doch klar, oder? Du bist ja schon hart gewesen. Ich habe einen Frosch gekillt. Geil. Geil. Also ein bisschen Froschfleisch hier. Bisschen Froschfleisch. Gegner. Ach, das bist du. Ja, nee, trotzdem Gegner hier irgendwo. Los. Oh, da ist eine geile Waffe. Das gibt's nicht, Mann. Von wo kommt der denn? Okay. Hä? Junge, ist ja Speedy Gonzales, Alter. What the fuck, von wo kommt der? Ich hab den gar nicht gesehen. Hä? What the fuck? Wie spät haben wir es? 3. Ey, ich geh mal einen rauchen, Julian. Lass mal in die Lobby zurück. Oh. Scheiße. Was ist los? Egal. Falls ich gleich in eine Runde reinkomme, dann muss ich. Verlass dich auch mal kurz, Dings. Kannst du nicht raus? Nee, der lässt mich jetzt nicht raus. Lol. Ich komme gleich.